Sag mal, Stefan, was sind eigentlich für dich die 10 kontroversesten Momente in der Formel-1-Karriere von Sebastian Vettel? Ja, da legen wir doch mal los mit Platz 10. Und das ist vielleicht, Christian, da wirst du mir jetzt sagen, nee, nicht so richtig eine Kontroverse. Aber erster Formel-1-Einsatz von Sebastian Vettel 2006 als Freitagsfahrer bei BMW Sauber in der Türkei. Er hat sofort eine Strafe gekriegt, weil er zu schnell war in der Boxengasse. 9 Sekunden nach dem Losfahren. Er war 4,3 km/h zu schnell. Und das ist der Rekord, Christian, für die schnellste Strafe in der Formel 1. Also das war der Beginn seiner Formel 1-Karriere. Und innerhalb von 10 Sekunden hat er die erste Strafe weg gehabt. Das ist schon recht rekordverdächtig und durchaus kontrovers, glaube ich, oder? Das ist ja krass. Das Einzige, was ich davon in Erinnerung habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist, dass er Bestzeit gefahren ist in dem Training. Genau, Bestzeit des Tages, glaube ich, es war im zweiten Training. Im ersten Training war es noch nicht der Fall, aber so hat seine Formel-1-Karriere begonnen mit einer Strafe. Sebastian Vettel im BMW Sauber. Für mich immer wieder eine schöne Erinnerung. Ich erinnere mich auch noch, weiß ich nicht, ob du das in deiner Liste aufgeschrieben hast, an den Punkt in Indianapolis und die Babymilchflasche. Was noch? Aber schauen wir mal. Ich bin gespannt. Was ist Nummer 9, Stefan? Nummer 9, Fuji 2007. Das war in der ersten Saison von Sebastian Vettel dann. Und ja, da gab es dann so eine Geschichte. Es kam ein Safety Car auf die Strecke. Ihr wisst vielleicht alle, das war dieses verrückte Regenrennen insgesamt. Und Hamilton hat geführt. Webber war Zweiter im Red Bull und Vettel war Dritter im Toro Rosso. Und was passiert? Es ist noch Safety Car auf der Strecke und der Vettel rauscht dem Webber hinten rein. Also mögliches Podium für beide Red Bull Teams und Vettel verhindert das. Kurios, erst wurde Vettel verwarnt und später kam dann raus in der Nachuntersuchung, dass der Hamilton an der Spitze zu sehr verzögert hatte und darauf eine Kettenreaktion entstanden war. Aber es bleibt natürlich dann der Eindruck, der Vettel schießt den Webber ab und das ist schon recht kontrovers. Und damals wurde auch arg gescholten, der Vettel, da war noch ein recht unbeschriebenes Blatt in der Formel 1 und das hat dann schon reingezogen, weil auch der Webber entsprechend gestänkert hatte und so weiter. Also ja, die erste richtige Kontroverse zwischen Mark Webber und Sebastian Vettel und wenn ich sage die erste, dann könnt ihr ja vielleicht ahnen, da kommt noch was, ne? Ich erinnere mich an das Rennen ganz gut, Stefan, und da habe ich auch tatsächlich eine Geschichte dazu zu erzählen. Das war doch die Nummer, wo Webber irgendwie schlecht war und der im Auto auch, glaube ich, sich übergeben hat. Dieses Fuji-Rennen, bin mir fast sicher, dass das war. Auf jeden Fall sehe ich noch vor mir einen heulenden Sebastian Vettel, als er das Auto weggeschmissen hat und im Nachklapp bei dieser Untersuchung, das muss ich mal mit Sebastian selbst klären, falls er sich noch daran erinnern kann, weil ich glaube, da habe ich eine kleine Rolle gespielt, weil dieses Video, das belegt hat, dass Hamilton hinterm Safety Car nicht genau das Protokoll eingehalten hat, das ist irgendwo auf YouTube bei einem Fan aufgetaucht. Und ich habe diesen Link von diesem YouTube-Video dann an Franz Tost und an Sebastian Vettel geschickt und habe gesagt, schaut euch das doch mal an. Und tatsächlich wurde der Fall dann neu aufgerollt. Ich habe aber mit beiden nie geklärt, irgendwie, das ist so lange her, ob ich denen den Tipp gegeben habe oder ob sie das auch selbst gefunden haben. Also das werden wir heute offen lassen. Aber ja, das war ein sensationell spannendes Rennen, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und es passt auch wunderbar, Christian. Wir gehen weiter zu Nummer 8. Die nächste Vettel-Kontroverse hat tatsächlich auch was mit dem Safety Car zu tun. War 10 Jahre später in Baku. Da lag dann nämlich, ich glaube, das war der zweite Safety Car Restart, da lag Hamilton vor Vettel auf 1 und 2. Und der Sebastian Vettel hatte den Eindruck, der Hamilton habe ihn Brake getestet. Er hatte Brake-Testing mit ihm gemacht. Also sprich, auf die Bremse steigen, den hinteren auflaufen lassen. Und der Vettel ist tatsächlich dann auch dem Hamilton hinten reingekachelt, hat dann da sich die Nase beschädigt und dem Hamilton den Diffusor. Und jetzt kommt dann die Szene, die große Kontroverse. Der Vettel kracht ihm hinten rein und zieht dann gleich noch neben Hamilton und gibt ihm so ein bisschen einen Schubs. Also er fährt ihm in die Kiste rein, Vorderrad gegen Vorderrad. Und er funkt noch so nach dem Motto, hey, was soll der Quatsch? Und der Hamilton sagt, hey, der fährt mir ins Auto rein. Und das ganze Ding ist dann furchtbar eskaliert. Vettel hat eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe gekriegt, hat sich dann am Tag danach öffentlich entschuldigt und so weiter und so fort. Die Sache ging bis FIA-Präsident Jean Todt. Und der hat dann am Ende gesagt, okay, der Vettel entschuldigt sich, jetzt belassen wir es dann dabei, aber das hat natürlich große, große Wellen geschlagen und so Suis heißt ja das aktuelle Stichwort, so sehr sich Sebastian Vettel und Lewis Hamilton jetzt mögen, damals in dieser Situation, da waren sie sich spinnefeind. Da sind ihm echt alle Sicherungen durchgebrannt. Erinnere ich mich auch noch sehr gut, Stefan, weil das war ja totale Absicht. Also das ist ihm ja nicht passiert. Das war ja ganz eindeutig totale Absicht. Sebastian Vettel, das ist also das andere Gesicht, das er auch manchmal hat. Ja, anderes Gesicht und damit bin ich bei Punkt 7, Christian. Er wird schon auch mal recht deutlich in seinen Aussagen, manchmal in der Emotion raus, manchmal auch nicht. Beispiel für meinen nächsten Punkt wäre dann Malaysia 2012. Da gab es eine Szene, da ist er mit Naran Khatikyan, einem Hinterbänklerfahrer, zu der Zeit aneinander geraten und hat dann später gesagt, ich zitiere, es sei halt so, dass manchmal auch Gurken auf der Strecke unterwegs wären und damit hat er natürlich Khatikyan gemeint.
kurz und gut, der Kartikeyan wurde im Rennen dann bestraft dafür, weil es eine Kollision gegeben hatte. Der Vettel musste dann einen Notstopp einlegen, weil ein Reifen hinüber war. Der Kartikeyan hat dann 20 Sekunden Strafe gekriegt und hat dann später gekontert mit, ja, der Vettel ist halt eine Heulsuse. Ich glaube, Crybaby war dann das Englische, was er da gesagt hat. Und man hat den Streit dann irgendwann später beigelegt. Der Vettel hat dann, glaube ich, gesagt, der Kartikeyan habe sich entschuldigt. Ob sich der Vettel bei Kartikeyan entschuldigt hat, das ist nicht so richtig überliefert. Aber austeilen, das konnte der Sebastian Vettel auf jeden Fall in seiner Karriere, siehe das Gurkenbeispiel. Wobei, nach rein Kartikeyan, da muss man ihm ein bisschen, da muss man ihn vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen. So schlecht war der gar nicht. Der hat auch ein paar ganz gute Rennen gehabt. Warum wir ihn vielleicht nicht so gemocht haben, Stefan, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, mir zumindest ist, weil Kartikeyan beim Tippen überhaupt nicht geht. Ja, das ist für einen schreibenden Redakteur total ätzende Abfolge an Zeichen immer gewesen, finde ich. Wir waren, glaube ich, bei Nummer 7. War 7, jetzt kommt Nummer 6 und übrigens vielleicht der Hinweis für euch, wenn ihr irgendwie denkt, wir sind da völlig daneben bei unserem Ranking hier und haben da völlig falsche Kontroversen rausgepickt, dann lasst uns gerne wissen in den Kommentaren, ne? Schreibt rein, was wären eure Rankings, was sind eure Eindrücke von Sebastian Vettel, wo er vielleicht größere Kontroversen noch gehabt hat. Also bitte, gerne, lasst uns wissen. Und ansonsten fahren wir weiter mit Nummer 6, das wäre Kanada 2019. Christian, ich kann mir denken, das weißt du auch noch sehr gut, ne? Die Sache im Parc Fermé, wo der Vettel dann die Schilder getauscht hat. Das ging dann zurück auf einen Abflug, den der Vettel hatte in Kurve 4. Der Hamilton lag hinter ihm, er hat da Druck gemacht und der Vettel ist abgeflogen, kam dann gefährlich, so haben es dann die Sportkommissare beziffert, auf die Strecke zurück und hat dann später eine 5 Sekunden Zeitstrafe gekriegt. Also Vettel war als erster im Ziel, aber aufgrund dieser Strafe dann zweiter. Ist dann stinksauer nicht ins Parc Fermé gefahren, sondern in der Boxengasse gewesen. Ist dann, glaube ich, in die Hospie gerannt und musste dann erst geholt werden zur Siegerehrung. Und dann kam eben diese Szene, wo er dann so ein bisschen trotzig dieses P1-Schild genommen hat vom Hamilton weg und quasi ins Leere und beim Hamilton halt P2 hingestellt hat. Und das war schon so ein Moment, wo man dann sagen kann, Strafe umstritten, ja, okay. Aber das, was der Vettel dann danach abgezogen hat, das war schon so ein bisschen Theater auch, oder? Ich glaube, da hat er bei doch sehr vielen Fans ein bisschen was an Sympathie eingebüßt an dem Tag, weil er so ein wenig das trotzige, rotzige Kind einfach gegeben hat zum Schluss. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut, ich weiß nicht, worüber die Fans genau gepfiffen haben, ob sie jetzt die Kritik an der Rennleitung geübt haben oder auch ein bisschen am Verhalten von Sebastian Vettel. Jedenfalls weiß ich noch, dass bei der Siegerehrung relativ laut war. Ja, laut war es dann auch bei Nummer 5, das wäre Brasilien 2019, schon wieder 2019 und da wirst du sagen, aha, Ferrari Doppelausfall. Ja, Runde 66, also kurz vor Schluss. Der Leclerc überholt den Sebastian Vettel in Kurve 1 und der Vettel will das nicht auf sich sitzen lassen. Der kontert dann auf der langen Geraden, auf der Gegengeraden, fährt dann daneben und fährt halt dem Leclerc auch ins Auto. Was ist das Ergebnis? Vorne rechts ist bei Leclerc die Aufhängung sofort im Eimer und der Vettel hat halt dann einen Reifenschaden. Beide sind kurz raus und dann kommt was ganz Ungewöhnliches, Christian. Der Vettel funkt auf Deutsch, er brüllt rein: Mein Gott, muss das sein? Und so ein Punkt, 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 aber auch. Und das war extrem aufgeladen. Und natürlich, man kann sich darüber streiten, wer jetzt da Schuld hat. Vettel hatte DRS, hatte Überschuss, war daneben. Und er lenkt dann unterm Strich einfach in den Leclerc rein so ein bisschen. Und es passiert, es kommt zum Doppelausfall, ist eigentlich der GAU für Ferrari. Beide Autos raus durch eigenverschuldeten Unfall. Ja, also zumindest keine Sternstunde von Sebastian, ne? Ich erinnere mich daran, es war der Höhepunkt einer Saison, wo sich das schon so ein bisschen abgezeichnet hat, dass der junge Charles Leclerc, der Sebastian Vettel ein bisschen mehr geärgert hat, dass er sich das gewünscht hat. Da sind sie halt dann wirklich zusammengekracht und da ist es kurzzeitig eskaliert. Wobei, soweit ich mich an die Geschichte erinnere, Stefan, haben die beiden danach das auch sehr schnell geklärt und beiseite geschoben. Erstaunlich schneller wahrscheinlich, als wir gerechnet hätten. Das stimmt allerdings. Wir kommen dann nochmal ein bisschen zurück auf so ein paar Geschichten mit Teamkollegen. Aber jetzt kommt nochmal eine auf Nummer 4 aus dem Herbst 2013. Die hat Sebastian Vettel ganz alleine angeleiert. Und da geht es nicht so sehr um das, was auf der Strecke passiert, sondern die Einleitung dahin ist das, was er erfahren hat im Herbst. Also bei den Rennen, da wissen wir alle, 2013 ist eine Saison, in der Sebastian Vettel einfach fliegt. Ja? Da dominiert er die ganze Sache. Und es gibt oft Pfiffe bei den Siegerehrungen gegen Sebastian Vettel. Und dann lässt er sich mal hinreißen, ich glaube gegenüber RTL in dem Interview und sagt dann folgenden Satz: Wenn die anderen nach Hause gehen und sich die Eier in den Pool hängen, dann sind wir noch da und tüfteln weiter am Auto. So, das war natürlich irgendwo so eine Bombe, die er gezündet hat und es hat natürlich auch viel Kritik dann nach sich gezogen. Der Nico Rosberg zum Beispiel hat gesagt, das sei sehr abgehoben, gehört sich nicht. Jenson Button empfand es als falsch und unfair. Und Button sagt auch einen interessanten Satz, Christian, der dann später eigentlich für eine sehr große Bedeutung kriegt.
Button sagt, er gewinnt vielleicht dieses Jahr den Titel, aber es könnte sich nächstes Jahr alles umdrehen. Da kann man nur sagen, wie war. Und eines möchte ich auch noch hinzufügen, Kimi Räikkönen hat damals gesagt, mir sind die Eier von den anderen egal. Ja, Kimi, sensationell, so kennen wir ihn, oder? Classic Kimi, über den müssen wir sowas auch unbedingt mal machen, Stefan. Ich erinnere mich an das Zitat natürlich auch sehr gut. Das ist, finde ich, eins der klassischen Zitate der neueren Formel-1-Geschichte. Und ich fand es ehrlich gesagt toll, weil ich glaube, nach allem, was man so gehört hat, hat er einen Punkt gehabt. Also Red Bull hat wirklich ein bisschen länger gearbeitet und eher im Besonderen als die anderen. Natürlich verstehe ich auch die anderen, die das so ein bisschen als überheblich und arrogant empfunden haben. Stefan, du hast mich jetzt dazu inspiriert. Ich glaube, ich werde meine eigene Top-10-Liste auch gestalten, die vielleicht im einen oder anderen Punkt ein bisschen von dir abweicht, und ich werde die in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist das ja auch nochmal so eine Diskussionsgrundlage für euch. Aber jetzt bin ich echt gespannt, wer hat es denn bei dir in die Top 3 geschafft? Die Top 3, die geht zunächst mal nach Mittelamerika, Mexiko 2016. Hast du eine Idee, um was es geht? Ach, das war irgendwie Funkspruch mit Charlie Whiting, oder? Das war Funkspruch mit Charlie Whiting. Also zum Hintergrund, die Woche vorher, da gab es die Entscheidung, Moving Under Braking ist nicht mehr erlaubt. Das ist so in der Dunstkreis entstanden. Max Verstappen ist recht wild unterwegs und aggressiv. Und das war, glaube ich, dann das, was man später als Verstappen-Regel bezeichnet hat. Und eben diese Regel war eine Woche alt. Sebastian Vettel hat sich dann nach hinten verteidigt gegen Daniel Ricciardo. Und dann war im Prinzip schon klar in der Auslaufrunde, die Strafe wird dann auch kommen. Und zuvor wurde, das muss man auch noch erklären, zuvor wurde auch Verstappen bestraft. Und die ganze Geschichte ist also so ein bisschen kontrovers deswegen schon, weil viele Strafen ausgesprochen wurden. Der Verstappen vom Podium zurückversetzt wurde, der Vettel eigentlich Vierter war, aber dann doch Dritter und am Podium dann teilgenommen hat und durch die Strafe dann wiederum Fünfter wurde am Ende. Ja. Auf jeden Fall Auslaufrunde, alles ging durcheinander, Ferrari hatte Vettel auch falsch informiert, die hatten gesagt, der Verstappen müsse eigentlich Platz machen. Das war eine Fehlinfo, das hat so nie stattgefunden und der Vettel war entsprechend aufgebracht. Dann sagt er am Funk direkt nach der Zieldurchfahrt, you know what, here is a message for Charlie, fuck off. Honestly. Und Entschuldigung für die Sprache, ich habe nur zitiert, ne? Und, das Honestly finde ich auch so toll, oder? Das ist immer dann, wenn Sebastian Vettel richtig sauer ist, dann klatscht der Honestly hinten dran. So ist es. Und er hat sich dann aber direkt nach dem Rennen tatsächlich entschuldigt bei Charlie Whiting und ich glaube, er hat dann auch noch einen Brief geschrieben an Jean Todt. Wieder mal Jean Todt, öffentliche Entschuldigung, ne? Das kennen wir ja, haben wir schon öfter gehört und damit war die Sache dann tatsächlich auch erledigt und er hat sich dann, glaube ich, wirklich mit Charlie Whiting auch ausgesprochen und Fall erledigt. Ne? Aber das war schon so ein Ding, da hat er mal einen rausgehauen, Sebastian Vettel, und ja, das kam nicht überall so gut an. Ich bin jetzt echt gespannt, Stefan, was die letzten zwei sind. Eine habe ich noch im Kopf, aber zwei fallen mir spontan nicht mehr an. Ja, sag mal. Ich habe noch Multi-21 auf dem Radar jetzt so spontan. Also dann schauen wir mal, Christian, ob du richtig liegst. Die Nummer 2, Türkei 2010. Ah! Oder? Sebastian ich wusste Vettel. Doch, dass ich was nicht mehr auf dem Schirm habe. Es ist die 40. Runde im Rennen, der Vettel setzt an zum Überholen und man hat sich eigentlich so ein bisschen darauf verständigt, man spart jetzt Sprit, man schont das Material so ein bisschen, das ist zumindest das, was Webber anregen wollte. Red Bull hat dann aber gesagt, machen wir nicht, weil hinter uns, da sind die McLaren, wir müssen Flucht nach vorne machen. Womit der gute Mark Webber nicht gerechnet hat, ist, dass der Sebastian Vettel was probieren würde. Kurz und gut, gegengerade, es wird was probiert und es geht halt schief. Die beiden kreiseln sich von der Rennstrecke, der Vettel ist sofort raus mit Reifenschaden, der Webber fährt weiter, wird glaube ich noch Dritter am Ende. Und ihr alle habt wahrscheinlich auch noch im Kopf die Szene, wo der Sebastian Vettel dann so in der Auslaufzone steht. Ne? Und es gibt ein riesen Wortgefecht, Red Bull ist natürlich not amused und alles. Und das war so der Auftakt zwischen Webber und Vettel bei Red Bull. Wir haben ja vorhin schon gehört, Fuji 2007. Und dann jetzt noch Türkei 2010, also da hat es zum ersten Mal richtig gekracht und das natürlich auch auf der Rennstrecke. Mit Folgen, Christian. Ja, also erstens mal solltet ihr euch dazu unbedingt das Buch von Mark Webber kaufen, weil der erzählt die Geschichte von Istanbul 2010 auch ganz hervorragend nach. Und dann natürlich war dieses Verhältnis zwischen Mark Webber und Sebastian Vettel hat an dem Punkt wirklich angefangen auseinanderzufallen. Auch weil Sebastian Vettel, glaube ich, so ein bisschen für ihn als Liebling von Dr. Helmut Marko identifiziert wurde, weil das ist eine ganz berühmte Szene. Als Mark Webber zurück in die Box kam, hat er gesagt, hat er beobachtet, wie Helmut Marko mit den Journalisten über ihn geschimpft hat. Das fand er jetzt nicht so toll. Das Buch von Mark Webber, das können wir übrigens verlinken in den Shownotes, wenn ihr das bestellen möchtet. Das ist wirklich eine Empfehlung, die kann ich nur wärmstens ans Herz geben. Wie findest du die Schuldfrage eigentlich, Stefan? Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, dass ich damals nicht auf Sebastian Vettels Seite war.
Ich glaube, da ging es doch darum, Christian, wer hat sich jetzt wie bewegt, wer ist von seiner Linie weg. Und ich glaube, es ist wie immer bei solchen Zwischenfällen, es gehören halt zwei dazu. Und der Webber war halt davon überzeugt, der Vettel wird nicht angreifen. Der ist da im Prinzip auch irgendwo überrascht worden. Und der Vettel hat natürlich gesagt, hier Platz da, hier kommt der Landvogt. Und ja, das ging halt dann nicht zusammen. Also weiß nicht, wie ich dort die Schuld verteilen würde. Tatsächlich müsste ich mir nochmal genau anschauen, den Zwischenfall. Aber ja, da sind halt zwei Charakterköpfe aufeinander getroffen und das buchstäblich. Es ist ja deine Top-10-Liste, in die pushe ich natürlich nicht rein, aber bei mir wäre das schon die Nummer 1 gewesen, glaube ich. Allerdings weiß ich jetzt, worum es bei der Nummer 1 dann tatsächlich geht. Aber erzähl mal. Ja, genau, es ist wie früher bei Verstehen Sie Spaß oder wo war es, ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß. Einen habe ich noch. Und das ist Malaysia 2013. Und das ist natürlich Multi 21. Ja, zur kurzen Einordnung: Webber führt das Rennen an vor Vettel und Red Bull gibt die Teamorder aus, eben Multi 21. Und da steht natürlich die 2 für die Nummer 2 und die 1 für die Nummer 1. Das heißt, Auto 2 fährt vor Auto 1 und so soll es bleiben. Weniger Motorleistung, keine Attacke mehr, alles wunderbar. So fahren wir ins Ziel, wird ein Doppelsieg. Ja, das war die Theorie. Dann kam Runde 46, der Vettel attackiert, geht vorbei. Der Webber hat dann, glaube ich, noch was probiert, wollte wieder einen Konter setzen, hat nicht funktioniert. Teamchef Horner funkt: Come on, Sepp, this is silly. Aber es war halt dann so und es ging zu Ende. Der Vettel gewinnt dann vor Webber. Und der Webber hat dann danach irgendwie so ein bisschen auch gezaudert und wollte nicht aufs Podium ursprünglich. Dann gab es auch die Szene im Cool-Down-Room, wo der Webber dann zum Vettel sich wendet, so ein bisschen mit dieser Geste und sagt: Hey, Sepp, Multi-21. Und dann gehen sie doch raus, aber sind irgendwie total verbissen, gibt bissige Kommentare auch dann auf dem Podium bei den Interviews und so. Und damit war definitiv klar, also dieses Verhältnis ist nicht mehr zu retten, ne? Ich fand dieser Funkspruch von Christian Horner, den du da erwähnt hast, Stefan, dieses Silly Sepp, da hat man so ein bisschen gesehen, was Mark Webber auch in seinem Buch beschrieben hat, nämlich, dass das Team teilweise auch ein bisschen gespalten war in zwei Lager. Auf der einen Seite die Achse Vettel-Marco und auf der anderen Seite die Achse Newey-Horner-Mark Webber, die jetzt vielleicht nicht eine Nummer 1 hatten in Sebastian Vettel, aber für die zumindest Mark Webber ein bisschen, da hat er sich mehr respektiert gefühlt, das hat man, glaube ich, auch da gemerkt. Ja, die Podium-Rooms, die finde ich immer ganz klasse, vor allem, wenn es ein bisschen erhitzt zugeht. Ich erinnere mich an Fernando Alonso und Felipe Massa, die da hitzig diskutieren. Wir erinnern uns an Capgate. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee für eins der nächsten Videos, Stefan, oder die kontroversesten Podium-Room-Diskussionen. Da fällt uns auch noch irgendwann mal was ein. Mich würde jetzt interessieren, was sind denn eure Top 10? Schreibt sie dazu zu den unsrigen. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwas vergessen haben, denn Sebastian Vettel, der hat in seiner Karriere halt schon für eine ganze Menge Kontroverse gesorgt. Und es ist doch auch irgendwie schön, er lässt niemanden kalt. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn.